Seit 1867 und bis Ende des Zweiten Weltkriegs gehörte das Gut in Kreisau der Familie von Moltke. Helmut Karl Bernhard von Moltke, preußischer General und späterer Generalfeldmarschall, war der erste Besitzer des Gutes aus den Reihen der Familie. Er hatte sich als Chef des preußischen Generalstabs große Verdienste im Krieg gegen Österreich erworben und nach dem Sieg Preußens 1866 wurde er mit einer Dotation, also einer finanziellen Prämie, belohnt. Daraufhin beschloss er, einen Traum Wirklichkeit werden zu lassen und einen Stammsitz für die Familie zu erwerben. Und 1867 wurde er dann für 245.000 Taler Eigentümer des Gutes Kreisau und zwei nebengelegener kleinerer Güter. Zu diesem Zeitpunkt war der General schon Ende 60 und kinderlos und er zog dann zusammen mit seiner Frau Marie, einem Neffen und dessen Familie, nach Kreisau. Nach dem Sieg Preußens und seiner Verbündeter über Frankreich 1870-71 wurde Generalfeldmarschall von Moltke, dem der Sieg bei diesem Feldzug in weiten Teilen zugeschrieben wurde, endgültig zu einem deutschen Nationalheld. Doch er sonnte sich nicht in seinem Ruhm, sondern blieb seinem Ruf als bescheidener und eher wortkarger Mann treu und zog sich lieber in sein Arbeitszimmer zurück, um zu schreiben. Obwohl praktisch sein ganzes Leben Soldat, hat Moltke ein reiches literarisches Erbe hinterlassen. Nicht nur militärische Abhandlungen, sondern auch Novellen finden sich da, ein Buch über das Osmanische Reich, also die heutige Türkei, und eins über Polen. Dies zeugt von seinen breiten und nicht unbedingt offensichtlichen Interessen, war Polen als Staat doch zu diesem Zeitpunkt auf keiner Landkarte zu finden. Helmut Karl Bernhard von Moltke war ein beliebter Gutsherr. Er unterstützte die lokale Schule, machte die Gründung eines Kindergartens möglich, sorgte für Bepflanzung und Pflege des Kapellenbergs und ließ eine prächtige Eichenallee hin zum Schloss anlegen. Als er 1891 starb, wurde sein Neffe Wilhelm neuer Gutsherr. Doch es war ein anderer Neffe, der in die Geschichtsbücher einging, nämlich sein Patenkind Helmut von Moltke, der Jüngere. Dieser trat als Militär in die Fußstapfen seines Onkels und war zu Beginn des Ersten Weltkriegs Chef des deutschen Generalstabs. Doch war er nicht so erfolgreich wie sein berühmter Onkel und seine Karriere endete abrupt mit der Niederlage bei der Schlacht an der Marne 1914. Die nächste sehr interessante Person aus der Familie von Moltke, die uns begegnet, ist ein weiterer Helmut. Helmut James von Moltke, Urgroßneffe des Generalfeldmarschalls und Erbe des Guts in Kreisau. Er und seine Frau, Freiherr von Moltke, waren bis Ende des Zweiten Weltkriegs Eigentümer des Gutes in Kreisau. Aufgrund der hohen Unterhaltskosten und weil die Familie nicht zuletzt wegen der Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, waren sie schon die zweite Generation, die nicht mehr im Schloss lebte, sondern im Berghaus. Einem schönen Haus jenseits der Eichenallee auf einem Hügel gelegen. Helmut James von Moltke wurde 1907 geboren. Seine Mutter Dorothy war mit britischen Wurzeln in Südafrika auf die Welt gekommen, wo sie auch aufgewachsen war. Ihre Lebenserfahrung, ihr Kosmopolitismus, ihre Offenheit gegenüber anderen Kulturen und ihr Engagement für die Rechte der Frauen beeinflussten die Erziehung von Helmut James von Moltke. Seine Mutter lehrte ihn von früh auf Toleranz und vermittelte ihm liberale und demokratische Werte. Überhaupt war Dorothy von Moltke selbst eine sehr interessante Person. Sie stammte aus einem liberalen Elternhaus und hätte ihr Studium leicht in London anfangen können. Stattdessen entschied sie sich für ein Leben auf dem Lande an der Seite eines deutschen Grafen in der Provinz im abgelegenen Kreisau. Aufgrund ihrer britischen Abstammung war sie während des Ersten Weltkriegs hin und her gerissen zwischen ihren zwei Heimatländern. Hin und her gerissen zwischen Hoffen und Bangen war später auch Helmut James von Moltke, als er in den 30er Jahren zunehmend mit Sorge die Situation in Europa und Deutschland wahrnahm, musste er doch beobachten, wie sich Deutschland in ein verbrecherisches, totalitäres Regime verwandelte, unweigerlich auf dem Weg in einen neuen Weltkrieg. Von Beginn an lehnte Helmut James von Moltke die Ideen des Nationalsozialismus ab. Und während des Zweiten Weltkriegs versammelte er zusammen mit Peter Graf Yorck von Wartenburg eine Gruppe von Gegnern des Nationalsozialismus um sich, um an Ideen für ein neues, anderes Deutschland nach dem Nationalsozialismus zu arbeiten.
Diese Gruppe wurde als Kreisauer Kreis bekannt und 8 seiner Mitglieder wurden wegen ihrer Arbeit im Widerstand hingerichtet, darunter auch Helmut James von Moltke in Berlin-Plötzensee gehängt wurde. Seine Frau Freier und die beiden Söhne blieben bis Kriegsende in Kreisau. Im September 1945 verließen sie den Ort, gingen erst in den Westen Deutschlands und später nach Südafrika. Aber Freier von Moltke kehrte mehrfach nach Kreisau, Krzyżowa zurück. In den 70er Jahren mit den Familien ihrer Söhne und sie war engagiert im Aufbau des neuen Kreisaus. Bis heute sind ihr Sohn und sind Enkel für die Stiftung Kreisau aktiv.